Die Behörden in der ukrainischen Region Cherson planen möglicherweise ein Referendum über den Anschluss an Russland. Entsprechende Vorbereitungen hätten begonnen, meldet die amtliche Moskauer Nachrichtenagentur TASS. Eine Bestätigung dieser Angaben liegt bislang nicht vor. Schon seit Wochen wird über einen entsprechenden Schritt oder über die Ausrufung einer Volksrepublik in dem Gebiet spekuliert. Cherson befindet sich bereits seit den ersten Kriegstagen unter russischer Kontrolle. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt, der Tag am 29. Juni. Das sind einige unserer Themen. Verbrennerverbot. Die Grünen setzen sich einmal wieder durch. Machtpolitik. Worum es bei der Energiewende wirklich geht. Ampel am Werk. Wer nicht reich ist, hat eben Pech gehabt. Das Letzte. GEZ-Funk. Wird die Propaganda immer schlimmer? Politische Entscheidungen sind oft so unverständlich formuliert, dass man sie mehrfach lesen muss und dann doch nur die Hälfte versteht. Und vielleicht ist das hin und wieder auch so gewollt. In der Nacht auf Mittwoch entschieden sich die Umweltminister der EU dafür, die Flottengrenzwerte für Autos bis 2035 auf null zu senken. Dass diese Entscheidung ein Verbot von Verbrennungsmotoren bedeutet, steht in dem Beschluss streng genommen nicht drin. Und so können Politiker entsprechende Absichten leugnen. Aber es ist die unausweichliche Folge der Neuregelung. Treibende Kraft dahin waren offenbar die Grünen, vor allem in Deutschland, während andere Staaten eher entnervt reagierten. Diese Bilder sollen schon bald der Vergangenheit angehören, egal ob aus den Schläuchen nun Benzin, Diesel oder Ökokraftstoff fließt. Nur Elektromotoren entsprechen ab 2035 den Vorgaben der Politik. Diese Entscheidung brachte der EU-Rat nun auf den Weg. Vor dem Treffen in Luxemburg gab sich Steffi Lemke, die grüne Umweltministerin der Ampel, regelrecht triumphierend. Wie ich ausgeführt habe, wir vertreten die gemeinsame Linie der Regierung, die auf der einen Seite eine starke CO2-Reduktion für den Verkehrsbereich unterstützen möchte und auf der anderen Seite Technologieoffenheit gewährleisten will. Eine klare Machtdemonstration. Widerspruch in der Koalition werde nicht geduldet, so die Botschaft der Ministerin. Dabei drängte die FDP zuletzt auf eine Enthaltung Deutschlands bei der Abstimmung. Die SPD hielt sich vornehm zurück und überließ den Grünen in diesem Fall die Lorbeeren. Und die waren sich einig mit ihrer Schwesterpartei in Österreich. Lemkes Amtskollegin Leonore Gewessler will die Entwicklung sogar beschleunigen. Wir sind in Österreich bei dem Thema E-Mobilität schon Vorreiter. Wir wollen das auch bleiben. Wir wollen das Ziel auch früher erreichen als 2035. Aber es geht heute wirklich darum, auch Klarheit zu schaffen, Richtung zu schaffen. Die Industrie hat sich entschieden, die Zukunft des Autos ist die E-Mobilität. Doch bei genauerem Blick zeigt sich, die Entscheidung der EU-Staaten ist keineswegs ein Konsens. Eher ein Versuch, auf diesem Feld Streit zu vermeiden. Polens Umweltministerin Anna Moskwa lässt daran keinen Zweifel. Wir sind im Moment nicht so weit. Niemand ist so weit, auch der Markt nicht. Also 2035, na gut, das können wir akzeptieren. Aber im Grunde hat es gar keinen Sinn, über Zeiträume zu reden. Bevor es auf dem Markt ein Auto gibt, das 1000 Kilometer fahren kann, ohne dass es zwischenzeitlich 2 Stunden lang aufgeladen werden muss, wird die Gesellschaft das nicht akzeptieren. Und ob es dieses Auto in 13 Jahren gibt und was es am Ende kostet, heute weiß das niemand.